Kommen wir zur Aufgabe 5. Der erste Teil war so, dass man hier einfach mal oben einen Exponenten n berechnen sollte. 2 ist gleich 1,05 hoch n. So etwas Ähnliches taucht in der Finanzmathematik immer mal wieder auf. Hier unten haben wir eine ähnliche Umformung. Und wie kriegt man das hin? Entweder nimmt man einen Logarithmus zur Basis 2 von 2. Man kann natürlich auch analog irgendeinen beliebigen, ich nenne es einfach mal Logarithmus nehmen, ohne dass ich eine Basis daran schreibe und muss das dann nur eben halt auch auf die 0,15 hoch n beziehen. Und hier ist es dann noch so, dass der Exponent dann mit der entsprechenden Regel nach vorne gezogen wurde. So, wenn man den Logarithmus zur Basis 2 von 2 wählt, kann man hier eine 1 hinschreiben. Ansonsten hätte man das hier mitnehmen müssen, also einfach so stehen lassen müssen und hätte dann hier ja auch ähnlich n mal Logarithmus von 1,05 stehen gehabt. Und ich würde jetzt diese Logarithmus von 1,05, das ist eine Zahl, einfach durch Division auf die andere Seite bringen. Hätte also nicht 1 durch Logarithmus von 2, Logarithmus zur Basis 2 von 1,05, sondern würde Logarithmus von 2 durch Logarithmus von 1,05 haben. Und egal welchen Logarithmus Sie nehmen, es kommt tatsächlich immer 14,2 raus und so weiter und so fort. Also, das ist tatsächlich an dieser Stelle total flexibel und damit eigentlich auch ganz angenehm. Etwas komplexer ist die folgende Umformung hier unten. Machen wir mal ein bisschen weiter nach oben, damit wir sehen. Da habe ich die ganze Seite weg gewesen. Und zwar typisch Finanzmathematik. Wir haben 500.000, ich kann Ihnen mal erklären, was diese Begriffe sollen, die schmoren auf einem Konto zu 1,05% eine gewisse Laufzeit lang. Ich hebe zum Beispiel immer 30.000 Euro ab, eine gewisse Laufzeit lang, und möchte jetzt wissen, wie lang funktioniert das. Das ist also hier immer gucken, wann sind wir bei denselben Beträgen. Denn ich habe natürlich genauso viel ausgezahlt oder abgehoben, wie ich eingespart habe. Dann muss ich jetzt hier ein bisschen rechnen. Wenn ich also 50.000 habe, muss ich erstmal durch 30.000 rechnen und dann kriege ich hier meine 5 Sechstel, wenn ich noch mit 0,5 multipliziere. Die 1,05 hoch n wurden übernommen und die 1,05 hoch n minus 1 sind hier ebenfalls stehen geblieben. Jetzt kann man diese 1,05 hoch n auf diese Seite bringen. Das heißt, bei der Division muss der und der also zusammen durch 1,05 hoch n geteilt werden. Das muss man natürlich summand für summand machen. Wir haben das in der Bruchrechnung gesehen. Entweder, wenn man es zusammenfassen will, muss man gleichnamig machen, dann kann man es auf einen Nenner schreiben oder man kann es natürlich auch Summand für Summand einzeln ausrechnen. Hat hier durchaus einen Vorteil, weil wir hier 1,05 hoch n durch 1,05 hoch n haben und wenn die Zahlen gleich sind, dann sind die auch natürlich einfach dann gleich 1. Minus 1 durch 1,05 hoch n, da haben wir in der Potenzrechnung gelernt, dass das 1,05 hoch minus n ist. So, jetzt kann diese 1 da noch weg. 5 Sechstel minus 1 sind minus 1 Sechstel. Also sind minus 1 Sechstel gleich minus 0,5 hoch minus n. Alles mal minus 1. Das können wir hier vorne sozusagen Plus draus machen. Und jetzt kommt der Schritt mit dem Logarithmieren. Das heißt, ich schreibe hier kompletten Logarithmus vor und da kompletten Logarithmus vor. Einzige, was ich schon gemacht habe, ist, ich habe den Exponenten, der vorher hier war, runtergenommen. Jetzt steht das n auch so in der Gleichung, dass ich wieder vernünftig damit rechnen kann. Das heißt, ich kann hier ganz problemlos jetzt durch ln von 1,05 teilen. Das kann ich in den Taschenrechner eingeben und komme auf minus 36,7 oder einem n von 36,7 Jahre. Was bedeutet? Letztendlich kann ich, wenn ich 500.000 Euro auf dem Konto habe, das zu 5% verzinst werde, mir rund 36 Jahre 30.000 Euro jährlich auszahlen lassen und habe am Schluss dann noch ein paar zerquetschte
nicht mehr ganz 30.000, aber so in der Größenordnung 20.000 noch auf dem Konto. Man könnte jetzt natürlich auch eine Restschuld ausrechnen, indem man guckt, 500.000 minus 1,05 hoch 36 minus 30.000 und dann immer für das N36 einsetzt, dann wüsste man auch genau, was noch auf dem Konto übrig ist. Aber dazu mehr im Kurs Finanzmathematik.